In Florida haben die Behörden mehr als 2,5 Millionen Bewohner aufgerufen, sich vor dem Hurrikan Ian in Sicherheit zu bringen. Die Zeit zum Evakuieren sei jetzt, sagte der Gouverneur des US-Bundesstaates Ron DeSantis am Dienstag. So people in Southwest Florida. Für die Menschen im Südwesten Floridas heißt es, dass Ian wahrscheinlich als Hurrikan der Kategorie 4 auf Land trifft. Es wird zu katastrophalen Überschwemmungen und lebensbedrohlichen Sturmfluten in der Golfküstenregion kommen. Die Behörden richteten fast 100 Notunterkünfte ein. Schulen und Strände entlang der Golfküste wurden geschlossen. Fluggesellschaften sagten wegen des Sturms mehr als 2000 Flüge in den USA ab. Der Wetterdienst gab eine Sturmflutwarnung für etwa die Hälfte der westlichen Küstenlinie Floridas heraus. Die Überflutung könne bis zu 1,5 Meter hoch werden. Nach Angaben des Hurrikan-Forschungsinstituts Enki Research könnte sich Ian als einer der teuersten Wirbelstürme erweisen. In ihren jüngsten Simulationen sagen sie Schäden von 38 bis über 60 Milliarden Dollar voraus. In Kuba hatte Hurrikan bereits Verwüstungen angerichtet. Unter anderem fiel laut staatlichen Behörden auf der gesamten Karibikinsel der Strom aus.